wir helfen den Menschen in schwierigen Situationen. Das heißt ja, der Tod eines geliebten Menschen oder sei es das Sehen eines schweren Unfalls. Also wenn Menschen in einem bestimmten Moment einfach den Boden unter den Füßen weggerissen wird, wieder diesen Boden wiederzufinden sozusagen. Wir nehmen ihn an der Hand und gehen mit ihm die nächsten Schritte, um ihn halt wieder zurückzuführen. Ja? Wir helfen ihm dabei zu erkennen, was er braucht. Eigene Erfahrungen, kann man dazu sagen. Also aus dem Feuerwehreinsatz heraus kennengelernt das Thema Notfallseelsorge und irgendwann festgestellt, das kann ich auch oder würde das auch gerne können wollen und bin dann einfach eingestolpert in die ganze Thematik. Ja, gibt es. Und zwar, wenn man nach einem Einsatz herausgeht und den Menschen von Anfang an in seiner Trauer gesehen hat. Und am Ende eines Einsatzes man ganz genau weiß, ich bin zu diesen Menschen durchgedrungen und ich war ihm einfach eine Hilfe in diesem Moment. Auch wenn die Menschen einem sagen, danke, dass sie da waren. Das einfache Danke, dass sie da waren oder für mich da waren. Eine herzliche Umarmung gibt einem selber das Gefühl, ich habe hier einfach geholfen. Das ist so der positive Effekt für mich selber.